Deutsche Memes, die ihr Alter vergessen haben. Hoffentlich passiert euch das nie. Freue mich schon auf sein neues Mixtape. Yo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips über Instagram, Links in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video, gehen wir rein ins Intro. Kuss, kuss, kuss. Deutsche Memes. Sieht man das? Ja. Da auch erstmal ein Stößchen. Let's go. Ja, ich könnte lernen, ich hätte Zeit. Woher weißt du denn, dass ich Zeit hatte oder nicht? Vielleicht hatte ich gar keine Zeit. Okay. Hallo? Ey, springt mal. Spring mal bei, wie man springt. Ich will wissen, wie man springt. Du kannst auch springen, du hast genauso Titten wie wir, du Fetzer. Oh, au! Oh, Digga. She fucking murdered him, my dude. Marc, danke für den Zap. Ich betäube meine Sinne. Junge? Oh mein Gott, wie peinlich. Oh mein schön. Gott. Du bist ein Held. Sexy und begehrt. Ich könnte eine nach der anderen. Same. Was haben die Australier anstelle des Osterhasens? Kängurus. Ja, genau. Nee, ich glaube, es sind Schildkröten. Achtung, Mildür! Und Türsteher Sommer sagt, sorry, Brudi, ohne Reservierung, kein Eintritt. Chillig, Digga, chillig, mein Vater. Bitcoin mega gefallen, trotzdem am Plus machen. Ich habe wieder ein bisschen was in Bitcoin reingesteckt. Und zwar meinen Penis. Ach du Scheiße, Digga. Stellt euch vor, dieser Mann hängt zwischen euren Beinen. Na, bitte nicht. Ja. An anonymous gifter is gifting 5k1 subs to the community. Let's go, he crazy, thank you, my dude. Let's go, dankeschön. Ich verstehe dich ja, meine Liebe, du Arme. Und ihr seid ja alle in der Bundesliga und ihr habt ja auch eigentlich große Rivalität mit euren Vereinen. Mhm. Wie schafft ihr es, deine Nationalmannschaft so gut zusammenzuspielen? Dankeschön. Ja, ist eine schwere Frage, glaube ich. Torverhältnis 0-1. Oh, Big Spin mit dem Cockschuss. Big Treffer. Digga, wir hassen es. Bisschen länger ist okay, aber nicht zu lang. Zentral erwischt worden. Ich glaube, die sind ein bisschen sauer, oder? Was? Was? Digga, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich schwöre, ich kenne diesen Friseur, bei Gott. Ich kenne den. Ich kenne den. Ich kenn den, der hat mir schon mal die Haare geschnitten. Ich kenn den, das ist Barbastown. Barbertown. Das ist der. Der ist immer da und der war auch in der Türkei und hat uns die Haare geschnitten. Und der hat mich auf Instagram, der hat mir so oft auf Instagram geschrieben. Hello my friend, Barbertown hier. Hello, hello, hello. Digga, der ist auf TikTok über famous. Schokokiste, Schokas. Das ja, ist der. Das ist der. Üstten kesme diyorum sana 5 saattir ya. Ya gözünü seveyim. Üstten kesme diyorum. Uzatıyorum saçlarını ya. Das ist der. Und der hat mich auf Instagram immer weiter angeschrieben. Boah, Digga. Hello my friend, Barbertown. Nachts um 3 Uhr kommt die Nachricht. Ja, was? Du hast mir versprochen, ins Kino zu gehen. Versprochen. Und du hältst es wieder nicht. Genauso wie die ganzen anderen. Zeigt, dass er dir geschrieben hat. Okay, Chat. Ich zeig's euch. Wartet. Wieso braucht ihr immer für alles einen Beweis hier? Ich bin dem aber entfolgt, das hat mir gar nicht gefallen. Hier, der hat mich im Februar hat er mich nochmal
auf einem... Bester Mann, bester Friseur ganz Europas. Versprechen. Ja, nächstes Mal können wir ins Kino gehen. Ja, Junge, guck mal, das sagst du immer und du hältst es nicht. Ja, diesmal halt ich's. Nächstes Mal. Hm? Okay. Du hast eine Freundin, Bruder. Du, guck dich an. Du hast eine Freundin. Mhm. Und lässt du sie vor dem Kino stehen? Für Fortnite? Ja, Digga, na klar. Hallo? Neue Season, Bro? Oh, ey, bitte. Nimm mir das nicht übel. Ich hab ein bisschen Scheiße gemacht. Ich hab ein bisschen Scheiße gemacht. Ja, ja, ich gebaut. Auch. Ich hab ein bisschen Scheiße gemacht neben die Toilette. Albanischer Samsung Kraft. Ich hab Hände, ich hab Hände in den Augen. So chillig, no joke. Mit Selbstruhe, Bauch still. Messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di testo, Pirlo, yeah! What the fuck, der Arme. Kein Wunder, dass sie nur 60 Minuten durchgehalten haben. Sie spielen ja in Italien. Wie fällt denn da Ihre Antwort drauf aus? Danke. Wer hat das gesagt, Marco? Soll ich wiederholen? Wer hat das gesagt? Thomas Müller. Ja, der hat das zu mir direkt nach dem Spiel gesagt. Er meinte auch direkt zu mir, wie kannst du nach 60 Minuten runtergehen? Und dann habe ich gesagt, besser 60 gute Minuten als schlechte 90. Ui. Au. Plus noch diese kuriose Meldung aus Worms. Dort hat ein Mann seinen Penis in eine Hantelscheibe eingeklemmt. Die Feuerwehr brauchte 3 Stunden, um ihn zu befreien. Chef Strobel, wenn die Gyms wieder aufhaben. Schließlich konnten die Feuerwehrmänner die Hantel mit einem Schleifer, einer hydraulischen Schere und einer Vibrationssäge sprengen. Warum und wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch offen. Weitere Themen aus Sport und Kultur. Jetzt von Daniela. Was es alles gibt da. Kleine Zicke. Also mir tut sie nichts, aber zu den anderen ist sie manchmal ein bisschen gemein. Eine Typ im Online-Unterricht, der sich nicht gemietet hat. Auf Wiedersehen, vielen Dank und Gottes Segen. So ein Ding, ab dafür. Volle Suppe rein in den Faltenball. Und das quasi sofort. Es ist, als wäre das Ding erfunden worden, damit Männer sich den Sack blutig schreddern. Den Sack blutig schreddern, Digga. Oh, da hätte ich auch nochmal Bock drauf auf so Dings. Auf Amazon-Rezension, diesen Top-Notch-Funny, no joke. Im Ernst, da würde ich mir eher die Eier mit dem Rasiermesser blank ziehen. Alex, du bist der Geilste! Es ist so peinlich eigentlich. Im letzten Livestream habe ich gesagt, ich bin 33. Mhm. Dann habe ich abends am Hotelzimmer gedacht, hä, du bist doch 32. Dann habe ich sogar bei dem Video von Crew und von der Crew auf Instagram in die Kommentare geschrieben, hä, ich bin 32, nicht 33. Die Crew hat das sogar angepinnt, ich habe mich voll bestätigt gefühlt. Und später sagt sie zu mir, was war das eigentlich? Ich sage, wieso? Du bist doch 33. Oh nein, Digga, auch nein, wirklich. Und dann habe ich überlegt. Und dann wusste ich nicht, wie alt ich bin. Okay. Ich wusste einfach nicht, wie alt ich bin, Digga. Mhm. Hälfte auf aller Vorschule, Born. Born. Hälfte! Chillig. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Ey, lass uns. Wieder schauen. Und reingehauen.